Willkommen zurück zu einem neuen Video, heute wieder mit Neues aus meiner Werkstatt. Heute ist ein schnelles, kurzes Thema. Heute zeige ich euch, wie ihr selber Fehler von eurer Harley Sportster auslesen könnt und auch diese löschen könnt, ohne dass wir ein Diagnosegerät benutzen. Das heißt, wir sparen uns das Geld für ein Diagnosegerät. Ja, ist ja alles schön und gut, macht ja viel Spaß, mit so einem Diagnosegerät rumzuspielen oder auch halt mit so einer Handy-App. Aber das ist überhaupt gar nicht vonnöten. Und das zeige ich euch heute, wie das funktioniert, weil das ist total simpel und einfach. Also wie kommt ihr jetzt in das Menü rein? Das zeige ich euch mal. Das ist auch relativ einfach. Tageskilometer-Knopf drücken. Ja. Und zwar so drücken, dass auf dem Display vom Tacho die Anzeige erscheint. Gedrückt halten und dann einmal Run drücken, als wenn ihr die Zündung anmachen wollt. Bei Fahrzeugen mit Schlüssel ist es im Prinzip genauso, bloß da würde ich dann halt hier halt den Tageskilometer-Knopf gedrückt halten oder wo auch immer er sich befindet bei euch und dann den Schlüssel drehen und dann kommt ihr schon zu den passenden Anzeigen im Tacho. So, hier haben wir jetzt mein Tacho-Kombi-Instrument. Ich hoffe, das ist einigermaßen gut zu sehen. Wie gesagt, jetzt die Tageskilometer-Taste drücken und gedrückt halten. Dann geht schon mal was an. Ja, und dann machen wir die Zündung an. So, wie ihr seht, passiert da eine ganze Menge. Sämtliche Lampen leuchten dort auf. So, mal gucken, ob wir das hier eingefangen kriegen. Ist ja ganz schön hell. So, im Endeffekt haben wir das jetzt hier, wo sonst immer, ich sag mal, die Kilometer und so weiter stehen. Sind wir jetzt schon im Diagnosemenü drin, wo wir jetzt mit dem Tageskilometerschalter uns jetzt einfach durchs Menü klicken können. Ich versuche das mal irgendwie einzufangen, damit das nicht ganz so spiegelt. So, das heißt, wir klicken da jetzt durch, dann sind jetzt verschiedene Menüs, ECM zum Beispiel, SPO, das ist alles, was mit dem Tacho zu tun hat. Hier das ABS. So, vielleicht sollte ich mal die Frontkamera ausschalten bei mir. Ja, ABS, das war das ganz wichtig für Frankie auch oder auch für andere. Wenn die jetzt zum Beispiel beim ABS-Modell einen Ölwechsel machen und der Fehler kommt, kann man den hier drüber löschen. Dahinter befindet sich immer der Buchstabe N, das heißt also nichts. Nein, no, kein Fehler. Wäre aber nicht gut, wenn wir nicht noch einen Fehler eingebaut hätten. Ja, das haben wir natürlich gemacht und zwar hier BCM. Ja, steht ein J hinter. Jetzt wollen wir wissen, was ist das für ein Fehler? Ja, dann sage ich euch mal, was das für ein Fehler ist. Weil den habe ich selber eingebaut. Macht ja keinen Sinn, wenn wir ein Video machen und haben gar keinen Fehler drauf. Und zwar habe ich vorne den Scheinwerfer abgeklemmt. So, jetzt nehmen wir das Menüfeld BCM, wo ich jetzt hier einen Fehler habe, bestätigt durch das J da im Hintergrund. Und wir klicken mit dem Tageskilometer, beziehungsweise den halten wir jetzt mal gedrückt. So, ein paar Sekunden gedrückt halten, bis die Umschaltung kommt. Und dann kommt schon die Fehlermeldung. In dem Fall ist das B2151 Fehlercode. Wir drücken noch einmal drauf, B2156. Wir drücken noch mal drauf, B2271. Gesamt ist es dann UO oder U0 1, 5, 6. So, ich habe das Licht jetzt nochmal ein bisschen bei mir abgedimmt. Wir hoffen, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Wie gesagt, also fangen wir mal von vorne an. Wir sind ja in dem Menü schon drin, sind jetzt bei BCM mit dem J hinter, wo der Fehler drin ist und halten die Tageskilometer-Taste gedrückt, bis die Codes erscheinen. Schalten diese durch. Wie gesagt, ich weiß, wo die jetzt herkommen. Ne, weil ich den Fehler selbst verursacht habe. Ich habe den Scheinwerfer vorne abgeklemmt und schon habe eine Fehlermeldung drauf. Aber ich musste ja irgendwas machen, um euch das einmal zu zeigen. So, und Ende. Das heißt, die drei Fehlermeldungen haben wir bei uns jetzt im Speicher drin. So, wir gucken die anderen nochmal durch. ABS etc. pp. Und auch die anderen sind alle auf Nein. So. Habe ich wohl einmal zu weit gedrückt. Gut, jetzt gehen wir nochmal rein. Um den Fehler jetzt zu löschen, ja, erstmal guckt ihr nach in der Codeliste, was der Fehler bedeutet. Die Codeliste, die hänge ich in die Beschreibung mit dran, dass ihr dort alle Fehlercodes nachlesen könnt, die vorhanden sind. Ja,
So, um den Fehler zu löschen, einfach die Taste lange gedrückt halten, bis Clear da steht und dann loslassen. So, somit ist der Fehler jetzt gelöscht. So, gucken wir ran. Der ist auf Nein, der ist auf Nein, ECM auf Nein und BCM ist auch auf Nein. Der Fehler ist also damit jetzt gelöscht und raus. Selbstverständlich ist meine Lampe natürlich nicht wieder angeklemmt. Das heißt, wenn ich jetzt aus dem Menü rausgehen würde, wäre der Fehler wieder da. Aber von der Sache her sonst ganz einfach. Einfach den Fehlercode auswählen, ja, durchscrollen, dann die Taste zum Schluss lange gedrückt halten. Direkt, wenn ihr die Fehlercodes dort seht in dem einzelnen Menü, lange gedrückt halten, bis Clear da steht und dann ist es schon vorbei. Und so könnt ihr jeden Fehler ganz einfach löschen. Ja, wie ihr gesehen habt, ist das ganz einfach, die Fehler dort auszulesen und zu löschen. Vorausgesetzt, man hat die Fehlercode-Liste. Diese werdet ihr unten in der Beschreibung finden. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter und ihr könnt das nutzen und umsetzen und spart euch das Geld für teure Diagnosegeräte. In diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ringehauen. Tschüss!